The last beats. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Habit TV. Es ist Sonntag und natürlich machen wir ein Video für euch bei Nausen. Es kommt ja nicht ganz so viel. Ja, es gibt einfach nicht so viel zu filmen. Wir sind fleißig am Arbeiten für Habit, aber da fahren wir jetzt eh gleich ins Büro. Und dann zeige ich euch das Ganze und bringe euch auf den neuesten Stand. Ja, dann habe ich mir ein Fahrzeug gekauft, wo ihr im letzten Video seht und mit dem wir gleich ins Büro fahren. Und es genieße ich gerade einfach, wieder mobil zu sein. Ja, man muss ja auch nicht immer alles filmen, aber diesen Sonntag gibt es ein Video. Und jetzt machen wir uns ready und es geht ab ins Habit Office und ich zeige euch die neue Kollektion. Let's go! Ach ja, bevor es losgeht, blende ich euch noch ein paar Eindrücke vom Fotoshooting ein. Whoop. So, heute geht's los. Shooting für die neuen Habit-Klamotten. Ja, der Hustle ist real. Das ist das alte Büro. Wir blockieren die Straße. Warum muss ich eigentlich alleine schieben? Ja. Fotoshooting, ja, geht los, hey. Bist du des Wahnsinns? Kurve, Christi. Ja, so schaut es aus. Fotoshooting-Vlog. Professional Habit. Zeig mir, was du hast. Ja, super. Genau. Genau. Zeig mir, was du hast. Yeah. Und jetzt zeig ein bisschen Arsch. Zeig ein bisschen was von deinem Ass. Yeah. Zeig mir deine Bubus. Zeig mir deine Bubus, Baby. Sandro Stark. Einfacher Macher. Er macht's halt echt. Ja! Es ist wirklich immer wieder ein Vergnügen, in das Auto ein Stück deutscher Ingenieurskunst einzusteigen. Ja, ich bin mega zufrieden. Es ist wirklich ein super Auto. Klar, ist ein bisschen älter und hat ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist so gepflegt, kein Rost. Der Vorbesitzer hat wirklich das Auto einfach am Maximum gepflegt, was man sich vorstellen kann. Und ja, es ist halt ein Mercedes-Benz. Der Sechszylinder schiebt an, die Harman-Kardon-Anlage scheppert, der Allrad ist geil. Einfach geiles Auto, hey. Aber ich schwalle euch jetzt nicht mit dem Auto zu. Wir fahren jetzt ins Habit Office. Woo! So, meine Friends, ich zeige euch das neue Habit Office. Erstmal haben wir hier unseren reinen Klamottenraum. Hier werden die Klamotten und sämtliche Sachen produziert. Hier die ganzen Prints, allgeordnet, die größeren Prints, unser Klamottenlager. Schon Wahnsinn, was mittlerweile hinzugekommen ist. Schaut wahrscheinlich auf der Cam nicht so viel aus, aber da geht natürlich einiges. Verschiedene Größen, die Prints. Ja, ist echt geil. Also wir haben ja viel Lagerfläche, ist warm, weil die Heizungsrohre durchgehen. Also wir brauchen keine extra Heizung. Ja, ist mega geil. Hier machen wir die Klamotten, schneiden die Bögen. Genau, wird ja alles im Haus produziert bei uns. Dann wahrscheinlich für euch das wesentlich Interessantere. Hier haben wir das große Office. Yes! Es schaut auf der Cam kleiner aus, als es ist. Es ist ein riesengroßer Raum und es war früher Bierkeller, 200 Jahre alt mit Gewölbe. Ich stehe auf sowas, also ihr seht schon, bis man vom einen zum anderen Ende ist, ist schon echt weit. Genau, was haben wir hier? Hier haben wir meinen Arbeitsplatz. Da sind so ein paar Dinge, die ich für die ganzen Events mitgenommen habe. Platzierungen. Da ist unser Aktenordner, unsere ganzen Akten. Hier ist der Georg, unsere Buchhaltung. Die hat hier nur ein paar Urkunden. Wir haben Fenster, wir haben einen Ventilator. Also für so einen großen Keller schon ziemlich, ziemlich geil. Wir haben hier ein paar Bilder für uns. Georg, wir haben unseren PC, wir haben einen großen Fernseher.
Hier Bilder von unseren Teamridern Fabi, Georg und ich. Alte Hüttel Miniramp, legendär Georg mit dem Backtail am Bronneck. Hier haben wir so Deckwall, das ist schon ziemlich geil. Also hier haben wir ein paar Decks und hier ist die neue Kollektion. Die zeige ich euch jetzt einfach nicht, wollt ihr eigentlich machen, aber geht's auf die Webseite, schaut sie sich an, was soll ihr euch zuschwallen. Wer es kauft, kauft's. Und wer nicht, der soll sie einfach was anderes kaufen. Der soll halt in Jack und Jones rumlaufen. Ist mir sowas voll egal. Wir haben's nicht nötig, dass ihr Habit trägt. Habit tragen nur stabile Jungs. Versteht's hier? Ich muss euch das nicht aufschwatzen, muss ich nicht. So, hier sind die Caps. Haben wir schon ein paar verschiedene, also geht eigentlich nur noch vorwärts. Also, welches Gap-Brand hat so viele verschiedene Caps? Genau, hier sind die Decks, kommen aber wieder 100 Stück. Das sind jetzt die letzten aus dem letzten Print. Genau hier haben wir so Special Shapes. Könnt ihr auf die Webseite geben. Also, es ist richtig kranker Scheiß. Also, es ist halt so Endlevel geil. Boah, ich liebe es hier. Das legendäre Raketenboard. Shoutouts an Sandro, er hat es durchgezogen. Fand ich sehr stabil, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir lauter so Goodies, wir haben hier Helme, wir haben hier Rollen, wir haben hier Sticker, wir haben Achsen, Venture hauptsächlich, wir haben hier unser Schraubencase, alte Schrauben, alte Lager, wir haben so Rails, wir haben Grip Tape, wir haben Kugellager, also da kommen jetzt auch schon mittlerweile ein paar zusammen. Wir haben Tools, also es wird immer mehr, wir bauen uns stetig auf. Und ja, hier arbeiten wir gerade. Es ist echt geil. Ich genieße es sehr. Ich mag das neue Office gern. Habe ich schon gesagt, dass es ein 200 Jahre alter Bierkeller ist. Ist ja ziemlich geil. Also komplett renoviert, komplett gestrichen. Wir haben hier überall Strom. Wir haben ein Fenster im Endeffekt. Also es ist echt geil. Die Heizungsrohre gehen durch. Ist halt immer warm hier unten. Es ist mega. Es ist super trocken. Hat man echt Glück, sowas zu bekommen. Ist nicht leicht. Ja, genau. Ich muss jetzt ein bisschen was arbeiten. Deshalb war's das mit der neuen Habit Office Tour. Was gibt's nur zu erwähnen? Wir fühlen uns sehr wohl. Ich baue jetzt dieses extrem geile Deck zusammen. Ich habe extra Achsen bestellt, damit wir das mal fahren, weil es soll nicht nur rumliegen. Wir fahren das Zeug auch bei uns. Jedes Produkt wird getestet. So, wo fahren wir hin? Zum Kloster Reutberg Essen. Nach unten der Karre. So, wir sind jetzt doch woanders eingekehrt. Aufgrund von stressiger Situation am Kloster Reutberg, aber das erläutere ich jetzt nicht. Genau, wir essen jetzt. Guten Appetit. Hast du zwei Gabeln, genau. Guten Appetit, gell? Ja. Was gibt's Leckeres? Sauren Ochsen. Machen wir einen Taste-Test, gut? Mhm. Sehr gut. Es gibt wie immer kein Outro. Ich mache mir jetzt hier nur einen leckeren Kaffee. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Liked, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommi. Ihr kennt das Spiel. Man muss es einfach immer wieder sagen. Nee, hat Spaß gemacht. Ist gerade echt viel zu tun bei Herbert. Es kommt gerade nicht zu der Video-Output, wie ich es mir wünschen würde. Aber es geht halt einfach nicht. Man hat einen festen Job. Habit macht brutal viel Arbeit. Ich bedanke mich übrigens an jeden Einzelnen, der bestellt und ja, der das Brand und das Projekt supportet. Ihr seid geisteskrank. Ich hätte nie gedacht, dass wir das Lager jemals so voll kriegen mit Stuff. Ich bedanke mich an die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind nur coole Jungs. Und es macht so unglaublich Spaß, ein eigenes Skate-Brand zu haben. Weil Skaten ist einfach mal Leidenschaft und Snowboarden natürlich auch. Habit Skate Co. Es ist ein Traum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Wünsche euch nur das Beste. Euer Big A. Gute Nacht. Peace.